Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich glaube, ich werde so langsam mal pleite hier, ne? Das ist ein Adventskalender, der bei Terry Adventskalender. Da möchte ich mit euch zusammen reinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der kostet auf der Lookfantastic Homepage irgendwie 228 irgendwas, aber ihr könnt da immer wieder mit Codes drauf sparen. Ich guck mal, ob der noch verfügbar ist, dann setze ich euch den Link in die Infobox, ne? Wahnsinn! Also jetzt für den Preis, der soll zwar einen Wert von 605 Euro ungefähr haben, aber für den Preis so ein sehr günstig aussehenden Kläppchen-Adventskalender rauszuhauen, finde ich mutig, muss ich gestehen. Ja, es ist einfach, es fällt auf, weil das trauen sich jetzt nicht alle unbedingt, ne? Aber ich hätte mir wirklich was Hochwertigeres gewünscht. Also, naja, wir gucken mal. Vor allem auch wirklich gruselig. Von innen haben wir auch wirklich so ein Plastik-Inlay. Also das ist sehr, sehr, sehr günstiges Packaging. Als erstes startet das Ganze aber mit einem sehr, sehr hochwertigen Produkt. Und zwar ist diese 8 Hyaluronic Acids Exclusive Technology ja irgendwie jetzt auch recht vermehrt in den Produkten. Also ich habe es letztens bei einem Puder auch gesehen. Hier haben wir das Global Eye Serum mit Hyaluronsäure drin, 15 ml. Das ist eine Full Size und da haben wir, also würde ich mal so sagen, ne, hier haben wir direkt schon mal so ein Klopperprodukt. Und ich mag das einfach sehr, sehr gerne, wenn Firmen mit Augenprodukten starten, weil das sind meist hochpreisige Sachen und damit halt zu starten ist immer sehr sympathisch, ne? Oh, sieht sehr fancy aus. Hier drückst du das Produkt raus und hier hast du dann so einen Einarbeitungsapplikator, was ich sehr feiere. Also das sieht, macht einen guten Eindruck, ne? Ja, ja, das sieht gut aus. Okay, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja cool. In der Nummer 2 haben wir nämlich eine Gesichtscreme. Hyaluronic Global Face Cream ist das mit Niacinamiden und Squalan, sehr, sehr schön. Und hier haben wir 15 ml drin, das ist jetzt nicht so das meiste, aber ich finde für eine Gesichtscreme auch in Ordnung. Mini-Pröbchen würde ich hier jetzt in dem Adventskalender nicht so geil finden, um ehrlich zu sein. Ja, Niacinamide sind dafür da, um das Hautbild ein bisschen anzuebnen, dass du Pickelmale und Pigmentflecken ausgeglichen bekommst und Squalan hält die Feuchtigkeit in der Haut. Also hört sich nach einer Creme an, die mir sehr gut gefallen könnte. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir einen Klopper von Primer, 40 ml, der By Terry Hyaluronic Hydra Primer. Finde ich super, dass die auch so eine große Größe reinpacken und nicht so ein Mini-Vieh. Und ja, dekorative Kosmetik finde ich toll in diesem Adventskalender. Ich glaube, dass wir da auch das ein oder andere weitere Produkt erwarten dürfen, denn By Terry kenne ich persönlich halt sehr aus dem Schminkbereich halt. Hier haben wir die Nummer 4. Oh ja, Edel, Edel sprach der Wedel. Das ist das Brightening CC Serum Glowing Base in der Farbe White Rose. Hier ist die Farbe 3 Apricot Glow drin. Hä? Ich dachte White Rose. Man weiß es nicht. 10 ml sind hier drin enthalten und das ist ein Pumper und das ist so ein richtig schönes Glow Serum. Ich mag gerne Glow auf meiner Haut und sowas kann man sich halt in die Foundation auch schön mit reinmischen oder halt pur aufs Gesicht auftragen, wobei mir das dann zu viel Schimmer hätte. Ich hatte das auch mal in kleinen Größen, aber ich freue mich sehr über diese hier. Das ist jetzt schon sehr, sehr gülden, ne? Da muss ich gucken, ob mir das passt, aber es ist schon geil. Also mich freut dieses Produkt sehr. Am 5. Dezember haben wir einen sehr billigen Pinsel drin. Oha, es ist ein Doppelpinsel, was schon mal positiv ist, aber, also, das hier sieht man ja auch, ne? Das sieht jetzt nicht so super hochwertig gearbeitet aus. Das hier ist ein schöner Teil, da kannst du halt deine Augenbrauen mitzeichnen, Eyeliner mitziehen oder sonst irgendwas, ne? Ist halt so abgeflacht, das heißt, er liegt so lala in der Hand. Ja, und hiermit kannst du dann so ein bisschen Lidschatten auftragen, ausblenden, ausbaufähig. An Nikolaus geht es weiter mit dekorativer Kosmetik, aber hier ist eine Full Size drin und zwar in der Farbe 4 Dare to Bear oder Dare to Bear ein Hyaluronic Hydra Balm. Oha, also quasi Lippenbalsam und gefärbte Geschichte in einem. Oh, sieht sehr schön aus. Also das ist auch eine tolle Farbe, ne? Die wird wahrscheinlich auch vielen Leuten von uns gefallen. Finde ich hübsch. Ja, und bei Terry hat ja auch immer diesen leichten Rosenduft mit dabei. Ja, am 7. Dezember haben wir jetzt etwas drin. Das müsste ich mal mehr verwenden. Das ist eigentlich ein Produkt, was super easy in der Anwendung ist und so. Das kannst du auch super mit dem Pinsel in Kombi verwenden. Ombre Black Star. Das ist so ein Bronze Moon Colorfix Cream Eyeshadow. Genau. Und hier haben wir 0,9 Gramm drin. Das ist dieses hier. Und der hat auch einen leichten Schimmer mit dabei, ne? Sodass man das dann auch schön auftragen kann.
Ja, also das wäre auf jeden Fall mal eine feine Kiste. Habe ich eigentlich auch schon mal da gehabt und ich habe es viel zu wenig verwendet. Aber mittlerweile bin ich ja auch, was Creamy Eyeshadows angeht und auch Liquid Eyeshadows, mehr in diesem Game drin, sodass ich mir vorstellen könnte, den vielleicht doch nochmal in meine regelmäßige Routine mit einzubinden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, und das macht sie mit einer Mascara. Finde ich super. Das ist die Growth Booster Mascara Terribly. Sowas finde ich schon mal sympathisch. 4 Gramm. Und das ist Black Parti Pris. Aha. Das ist eine Mascara, die dann auch wahrscheinlich helfen soll, dass deine Wimpern schneller wachsen. Also sie eher entweder pflegen oder mit einem Wimpernwachstumsserum dazu verleiten. Wir haben hier ein tannenbaumförmiges Faserbürstchen, was natürlich auch 1A zum Motto des Adventskalenders passt. Finde ich schön, wird auf jeden Fall verwendet. Ja, in der Nummer 9 dürfen wir uns jetzt über etwas freuen, was ich nicht verstanden habe damals. Bei Terry Brightening CC Luminizer in der Farbe 1 Universal Glow verstehe ich übrigens immer noch nicht. Das heißt, das Produkt wird auch nicht bei mir bleiben, es wird weiter wandern. Das ist, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kann den nicht als Highlighter verwenden. Den als Primer zu verwenden wäre irgendwie totaler Frevel. Das komplett übers Gesicht mit 7 Gramm, ne? Der hat halt hier vorne so ein Pinselchen drin. Dann drückst du hier hinten ein paar Mal drauf, dann kommt dir das Serum raus und dann trägst du dir das auf. Aber ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ich muss mal Maxim anschreiben, der feiert das nämlich, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich frage ihn mal, was ich mal. Oder vielleicht wisst ihr das. Wisst ihr, wie man dieses Produkt anwenden soll, dass es funktioniert? Ich habe gar keine Ahnung. Ich verstehe es halt einfach nicht. Highlighter Brush. Keine Ahnung. Das ist kein Highlighter. Der hat gar keine Glitzerpartikel mit drin. In der Nummer 10 darf es mit einem Klassiker weitergehen, den ich auch schon mehrfach leer gemacht habe. Baume de Rose. Also es riecht bei Terry halt viel nach Rose. Ne? Das ist halt so deren Duft. 2,3 Gramm sind hier drin. Und das ist halt so eine Art Lippenpflege, nur halt als Gloss. Finde ich total klasse. Wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal leer gemacht, weil ich mag gerne den Duft von Rose. Wenn man es nicht mag, wird man das nicht mögen, weil es kriecht einem schon ziemlich in den Rachen. Das ist ja charmant. In der Nummer 11 haben wir das Brightening CC Serum drin in einer anderen Farbe. Ach, warum ich da gerade dran geblieben habe? Ich mag das gerne. Crazy, okay. Sunny Flash 4 ist hier die Farbbezeichnung. 8 ml in diesem Tübchen. Also, das haben die wahrscheinlich halt auch mit reingepackt, weil du ansonsten ja nicht so ganz die Shade Range so ab. Deckst, wenn du halt eins hier so reinpackst. Ne? Das hier ist dann für diejenigen geeignet, die vom Teint her eher etwas dunkler sind als ich. Und ja, genau. Kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt für mich zu dunkel, das heißt, es wird weiter wandern. Hätte man bei einem Adventskalender in der Preiskategorie vielleicht in ein Kläppchen packen können, oder? Das wäre so mein innerliches Denken. Halbzeit. Die Nummer 12. Selbstverständlich muss der ganze Samoon ist ja auch mal runtergenommen werden. Hier haben wir das BeFast Make-up Remover Produkt. Hier sind 30 Milliliter drin, also zwei Phasen. Oben hast du hier die Ölphase, unten hast du die Wasser- und Wirkstoffphase. Dann schüttelt man das Ganze durch, sodass alles sich miteinander verbindet. Dann sieht das so schön milchig aus. Ja, und dann kann man das auf ein Pad geben und damit quasi das Make-up runternehmen. Ne? In der Nummer 13 haben wir ein Produkt drin, was ich schon habe. Das möchte ich euch zeigen. Die Lash Expert Twist Brush Mascara. Die haben auch schon andere Marken versucht zu adaptieren und Alternativen dazu anzubieten. Ich zeige euch mal meine. Das ist ganz, ganz fancy. Die hat ein Gummibürstchen. Natürlich. Oh, meine ist auch schon ziemlich eingetrocknet. Das heißt, die wird dann wahrscheinlich bleiben bei mir. Riecht immer noch so krass nach Rose, richtig heftig. So, und wenn die, also sie ist sehr, sehr lang, ne? Und wenn die dann halt erstmal so im Normalzustand ist, dann schaut das Bürstchen so aus. Jetzt fokussiert meine Kamera meinen Bommel. Ist auch großartig, ne? Hallo. Jetzt fokussiert. Sag mal, macht auch was will. Okay, oh, okay, ja. Ja, so sieht das Bürstchen aus. Und dann kann man das hier unten drehen. So hast du nämlich Länge. Und wenn du das drehst, dann wird das so ganz geswirlt und dann hast du Volumen. Also ich habe sowas, glaube ich, auch schon mal bei Kiko gesehen und auch bei anderen Firmen. Sehr, sehr fancy, aber wie gesagt, das ist meine hier gewesen. Und die ist jetzt sehr trocken offensichtlich. Dann werde ich hier diese hier behalten. Die ist nämlich noch deutlich mehr on fleek. Sehr schön, ist eine Full Size, ne? Finde ich klasse. Und meine kommt dann offensichtlich weg, weil schade Schokolade eingetrocknet.
Am 14. Dezember hast du ein weiteres Produkt, was du nehmen könntest als ersten Schritt vom Double Cleansing. Wir hatten ja eben schon das ölige Produkt und sehr, sehr schnell darauf folgt dieses Produkt. Das ist ein Micellenwasser. Auch hier haben wir 30 Milliliter drin und danach würde ich persönlich einfach auch empfehlen, das Gesicht dann nochmal mit so einem Cleanser oder mit einem Schaumprodukt oder so zu reinigen. Hätten sie ein bisschen besser auftragen können. Also das muss ich wirklich sagen. Ne? Das erwarte ich auch irgendwie, dass eine gewisse Weitsicht bei einem so teuren Adventskalender gemacht wird, dass du halt alles etwas mehr gemixt hast, um etwas mehr Abwechslung für die Person zu haben, die den Adventskalender halt öffnet. Am 15. Dezember haben wir ein Kajal drin. Aber ich muss sagen, dass ich die Kohlkajalenstifte von By Terry sehr, sehr gut finde. Crayon Black Star Black Print. Bist du wirklich schwarz? Weil das sieht mich hier hinten eher lila aus. Das muss ich gleich mal gucken. Weil wenn das nicht schwarz ist, würde ich den behalten. Wenn das schwarz ist, wird er weiter wandern, weil dann habe ich den schon. Ja, er ist schwarz. Okay. Ja, ist halt wirklich sehr tiefschwarz, sehr, sehr haltbar. Kann ich euch auch wirklich empfehlen. Und der ist anspitzbar. Ne? Also das ist zwar Plastik hier außen drum zu, aber das kann man anspitzen. Und hoffentlich haben wir keinen Anspitzer drin. Nein, nicht bei diesem Preissegment, hoffe ich nicht. Und ja, ist aber ein Kajalstift, den ich wirklich, wirklich auch gut finde. Nein, 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 das finde ich gar nicht gut. Das finde ich furchtbar, dass die hier in die 16 sowas reinpacken. Das hast du normalerweise bei Blush, Bronzer, Highlighter, wie auch immer, damit drin. Und das fühlt sich auch wirklich nicht so gut an. Also das ist nicht geil. Nee, also die beiden Pinsel, die wir hier jetzt drin hatten, sind beide von nicht guter Qualität und finde ich beide nicht gut hier in dem Adventskalender. Das sind zwei verschenkte Kläppchen, ne? Eine Woche vor Heiligabend dürfen wir uns tannen, also dass wir quasi unseren Körper, unser Gesicht bräunen. T2 Tan Face and Body, Hydra Bronze All Over Water Mist, ja, No Transfer Sheer Infusion Dual Matte and Satin Tan Effect, 30 Milliliter. Genau, damit kannst du dich dann entsprechend bräunen. Weiß nicht, aua, ob ich das gut finde. Ja, das ist halt so zum Rausnehmen. Ich hoffe jetzt auch nicht, dass hier irgendwie ein Bräunungshandschuh oder so mit dabei ist. Ich weiß nicht. Normalerweise würde ich euch jetzt einfach empfehlen, dieses Produkt in eure Tagescreme oder in eure Bodylotion mit einzumischen. Und so würde ich das auch tatsächlich verwenden. So habe ich sowas bislang immer verwendet. Da brauchst du auch echt nicht viel von, nur so ein paar Tropfen. Deswegen macht es auch Sinn mit diesem Tropfen-Applikator. Ne? Hätte ich jetzt nicht unbedingt in diesem Adventskalender erwartet, muss ich sagen. Nö. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Sowas hätte ich in dem Adventskalender erwartet und sowas bekommen wir auch. Sieht nur ein bisschen mitgenommen aus, um das mal so zu sagen. Also hier sehen wir so ein bisschen, dass das Produkt sich halt so abgesetzt hat. Ne? Der Adventskalender lag offensichtlich. Wenn man schüttelt, passiert nichts. Muss man wahrscheinlich mit dem Applikator ein bisschen pumpen. Auch hier haben wir 2,3 Gramm drin. Baume de Rose, ein Tinted Lip Care in der Farbe 2 Red Carpet. Das ist natürlich interessant, weil das hier ist ja im Prinzip genau wie das hier. Also ist das hier auch ganz, ganz leicht nur von der Färbung her. Das heißt, du wirst jetzt nicht so knallerote Lippen damit bekommen. Das ist irgendwie auch vielleicht gut, oder? Schreib mir das in die Kommentare. Habt ihr lieber so einen deckend roten Liquid Lipstick in einem Adventskalender oder so ein Hint of Tint? Auch am 19. Dezember zeigt sich, dass sich die Adventskalenderpacker nicht so viel Gedanken darüber gemacht haben, das Ganze vielleicht etwas homogener durchzumischen. Denn hier haben wir ein Lip Expert Shine in der Farbe 5 Chili Potion mit 3 Gramm. Das dürfte ja dann vielleicht eine Full Size sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ne? Also ja, das ist ein Liquid Lipstick, glaube ich. Ne? Und ja, das ist so ein Backsteinrot. Am 20. Dezember haben wir ein Baume de Rose All Over Oil für Gesicht, Körper, Haare. Ja, wundervoll. 30 Milliliter sind hier drin und das wird dann auch sehr stark beduftet sein, denke ich mal. Ne? Sodass du dann auch diesen typischen By Terry Rosenduft in deinen Haaren an deinem Körper haben könntest. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, das quasi am Körper zu verwenden, aber ich glaube, dass das ein sehr hochpreisiges Produkt ist. Da muss ich den Moment genießen, wenn ich das verwende. Haare und Gesicht eher weniger, muss ich gestehen. Am 21. Dezember haben wir ein Mini von dem Hyaluronic Pressed Hydra Powder drin in Colorless. Da sind 2,5 Gramm drin. Das kann man auch tatsächlich genauso bei Look Fantastic kaufen. Habe ich mir auch letztens genauso bestellt. Und ja, finde es auch ganz gut. Ne? Das ist einfach ein farbloses Puder. Sehr, sehr schön. Kannst du dann halt mit deinem wundervollen Pinsel hier auftragen. Das hätten sie in ein Kläppchen packen können. Dann hätte ich mich nicht beschwert. Ja.
Genauso wie sie den Pinsel zusammen mit dem Augenprodukt hätten reinpacken können, dann hätte ich auch nichts gesagt. Aber so ist es halt wirklich bei dem, ne, man muss es halt immer bedenken. Nicht jeder hat mal eben so das Geld über und holt sich den, oder man holt sich den und ist dann enttäuscht, weil man halt echt drauf gespart hat, da investiert hat und so. Das finde ich halt immer so. Denk doch mal kundenorientiert, liebe Vier. Das wäre mal nett. Ich habe noch was für die Lippen. Eine Lippenpflege Baume de Rose. Und zwar 2,3 Gramm haben wir hier drin in der Nummer 21. Ja, also die Lippen sind definitiv gepflegt in der Weihnachtszeit. Das kann man nicht anders sagen. Hier geht die Party halt richtig ab. Ne? Das ist einfach so ein Stick, der sehr nach Rose riecht. Im Prinzip würde ich sagen, das ist mehr oder weniger das hier in gepresster Form vielleicht. Also und halt auch mit weniger Wasser. Nun, ja, Lippenpflege. Das war jetzt übrigens die Nummer 22. Jetzt haben wir einen Tag vor Heiligabend die Nummer 23. Und da haben wir dieses fancy Produkt. Und da schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Ja gut, dann hätten sie sich ihren komischen anderen Applikator sparen können, weil das fühlt sich ja mal richtig gut an. Oi, das ist ein Kabuki und der ist so weich. So, so weich. Der ist toll. Der gefällt mir richtig gut. Damit kannst du halt schön dein Gesicht abpudern, aber auch Bronzer und Blush auftragen, wenn du möchtest, ne? Ja, hätten sie sich den anderen Pups da sparen können. Naja, sehr schön. So, ah, ich verstehe. Nummer 24 haben wir eine, ich glaube, Full Size von diesem Hyra Powder, Hyaluronic Powder 10 Gramm. Ja, Skincare Loose Setting Powder, so heißt das. Genau, und da haben wir auch die Variante mit diesen 8 Hyaluronsäuren drin enthalten. Das heißt, du hast dekorative Kosmetik und Skincare in einem, was wirklich schön ist. Und da macht sich jetzt natürlich der Kabuki-Pinsel dazu richtig gut. Bei diesem hochwertigen Ding ist es auch in Ordnung, dass es dann in einem separaten Kläppchen drin ist. Ja, und ich finde auch, dass dieses Puder sehr gut in den Adventskalender passt. Da könnten sich viele Firmen eine große Scheibe von abschneiden, die halt super viel getönte, dekorative Kosmetik reinpacken. Weil so ein Hydra Powder, nein, so ein farbloses Puder passt im Prinzip ja immer in den Adventskalender, weil du jeden damit abholen kannst. Ne? Aber die Frage ist, kann uns dieser Adventskalender abholen? Also von der Optik schon mal nicht. Definitiv nicht. Vom Inhalt her durchwachsen, hätte ein bisschen schöner gemischt sein können. Man hat definitiv auch auf der Homepage gesehen, welche Produkte drin enthalten sind, aber man hat natürlich nicht gesehen, in welcher Reihenfolge sie drin sein werden. Ja, also du hast schöne Produkte hier drin enthalten, gar keine Frage. Die hätten einfach das ein oder andere Produkt wirklich weglassen sollen, meine absolute Meinung, um da Platz für sinnvolle Produkte reinzumachen. Okay, wir haben schon viele Lippenprodukte, aber halt aus verschiedenen Reihen irgendwie, sodass es sich da auch ein bisschen besser repräsentiert. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die hier einen kleinen Blush oder so reinpacken. Das wäre schon schön gewesen, ne? Hatten wir, glaube ich, vor 2-3 Jahren auch mal mit drin gehabt. Richtig cool finde ich, dass wir auch Hautpflege so am Anfang mit dabei hatten. Und auch neue dekorative Kosmetik wie diesen Brightening CC Luminizer, auch wenn ich das Ding nicht verstehe. Aber im Grunde ist der Adventskalender gut, wenn man Bock auf die Marke hat und wenn man weiß, was drin ist und die Produkte halt auch wirklich verwenden möchte. Das ist halt immer so die persönliche Frage, die man sich stellen sollte, aber dafür mache ich ja die Unboxings, damit ihr seht, was drin ist. Ne? Wenn ihr möchtet, könnt ihr super gerne über den Link in der Infobox bestellen und ihr könnt auch gerne meinen Code CLOWNIWELT immer bei Lookfantastic anwenden. Der ist nur für euch, ne? Da könnt ihr mit sparen. Wenn ihr über meine Links geht, bekomme ich eine kleine Provision. Das hilft mir einfach immer sehr tatsächlich. Und ja, schreib mir gerne mal die Meinung von dir, ja, am besten von dir und nicht von deinem Nachbarn, zu diesem Adventskalender in die Kommentare rein. Da können wir uns super gerne mal austauschen, denn meine Meinung ist ja nicht deine Meinung. Und dann wäre es das hier gewesen. Mensch, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.